Liebe Menschen, am 16. Mai findet der Pfingstvollmond statt. Lasst uns von 21 bis 22 Uhr still werden, jede an ihrem Platz. Ein besonderes Ereignis in einer ganz besonderen Zeit. Ich habe in einem vorherigen Vollmondtext über das reinigende Feuer des Nabelzentrums geschrieben. Der Nabel als der Schöpfungsknotenpunkt für das Feuer des Inspirierenden, Lebendigen, Transformierenden. Das Pfingstereignis nun segnet den entspierten und sich schulenden Menschen mit einem geheiligten Feuer, das sich im Brausen des Windes in die Menschenherzen herabsenkt. Ein Wind wie ein Sturm beginnt sich von dort so auszudrücken, dass jeder Mensch sich im Herzen berührt fühlt. In seinem innersten Wesen fühlt sich jeder Mensch verstanden, respektiert und in Liebe angenommen. Es ist die Sprache des Herzens, die sich zu offenbaren beginnt aus dem Schöpfungsknotenpunkt des Herzens, dem Ort der Luft, des Windes. Verbunden mit diesem Element ist die Atmung, die alle Menschen miteinander verbindet, der höchste Ausdruck bedingungsloser Liebe. So ist auch die innere Haltung von Ehrerbietung, Achtung und Dankbarkeit vor diesem sich immer wieder neu offenbarenden Wunder von Ein- und Ausatmung die Haltung eines Menschen, der sein Leben vom Herzen aus gestaltet. Die Sprache, ich atme ein, ich atme aus, ist die Sprache des Feuerzentrums, des Nabelzentrums. Eine Sprache der Macht, des Überlebenskampfes, die auf Lob und Sprache aufgebaut, Strafe, auf die auf Lob und Strafe aufgebaut ist und auf der Grundhaltung, dass ich für alles verantwortlich bin, und deshalb dafür sorgen muss, dass alle Menschen in meinem Einflussbereich tun, was ich von ihnen verlange. Die Sprache des Herzens nimmt sich Zeit. So wie sie auf die Ein- und Ausatmung lauscht, so versucht sie zu verstehen und bemüht sich, zum Wohlbefinden der anderen beizutragen. Es ist eine suchende Sprache, eine fragende Sprache, die das Andersartige in der Welt zu ergründen bemüht ist. Der Bewusstseinswandel, der sich in uns Menschen vollzieht, vom Bewusstsein des sich getrennt Fühlens hin zu dem Bewusstsein, sich mit allen Lebewesen verbunden zu fühlen, ist ein schmerzhafter Prozess. Er zeigt uns unsere Schwächen und die Verletzungen, die wir anderen Menschen ständig zufügen, obwohl wir es nicht wollen. Erst aus dieser schmerzlichen Erfahrung und dem ständigen Wunsch, etwas Bedeutsames tun zu wollen und oft das Gegenteil zu erreichen, entsteht der Wunsch nach Erkenntnis und dem Aufsteigen in einen neuen Bewusstseinszustand, den wir dem Herzen, der Luft und der Atmung und in deren Essenz der Liebe zuschreiben. Das Pfingstereignis segnet uns mit dieser Liebe der geistigen Welt, die uns anlächelt, wie auf dem Foto, auf dem wir in dem veröffentlichten Vollmondtext sehen können, wie drei Vögel sich am Himmel bewegen und ein lächelndes Gesicht aus der geistigen Welt uns entgegenleuchtet. Es segnet uns mit der Ermutigung, du kannst 1000 Schritte rückwärts tun, wenn du nicht vergisst, dass du auch einen Schritt vorwärts gehen kannst. Wir alle sind auf unterschiedlichste Weise auf diesem Weg der Wandlung zu einem neuen Menschen in einer neuen Zeit, die zur Heilung der Erde und der Menschen, die darauf leben, aufzublühen beginnt. Lasst uns gegenseitig dabei helfen, diesen Weg mutig zu gehen. Und lasst uns selber und unseren Mitmenschen ihre ständig auftretenden Schwächen verzeihen.
denn wir sind doch alles nur Herzensmenschen. Leider manchmal oder oft belastet mit Sprachproblemen, die etwas anderes ausdrücken als das, was wir eigentlich wollen. Das Pfingstereignis ist ein Segen für uns alle und erinnert uns jedes Jahr von Neuem an die Möglichkeit, den Weg vom trennenden Machtzentrum durch das reinigende Feuer in das liebende, sich mit allem verbindende Herzzentrum gehen zu können. Meine nun 25-jährige Tätigkeit als Ausbilder von Yogalehrerin hat mich mit der Erkenntnis gesegnet, dass es diesen beschriebenen Weg gibt und dass ich ihn gehen kann mit der unermüdlichen Unterstützung meiner Kollegen und Kolleginnen und aller Ausbildungsteilnehmerinnen. Dafür bin ich allen von Herzen dankbar. Ich wünsche euch eine besinnliche, gesegnete, stille Stunde und grüße euch in liebevoller Verbundenheit. Wolfgang.